Am 3. April 1897 hat der Tod Johannes Brahms in Wien in der Karlsgasse eingeholt. Er war ihm lange auf den Fersen gewesen. Das Thema Tod hat Brahms wie kaum ein anderes beschäftigt. Er hat den Tod nicht gefürchtet, jedenfalls nicht den eigenen. Man hat seine Musik sogar gelegentlich todessüchtig genannt. Und es war nicht der eigene zukünftige Tod, der ihm zu schaffen machte, sondern das Leben. In einem seiner Briefe an seine langjährige Freundin Clara Schumann nach dem Tode ihres Mannes Robert schreibt er: Das Leben raubt einem mehr als der Tod. Und zur Geburt des Sohnes seines Freundes Josef Joachim stellt er lapidar fest: Das Beste kann man ihm ja in dem Fall nicht mehr wünschen, nicht geboren werden. Und für seine letzten Textvertonungen, die vier ernsten Gesänge, die er nach dem Tode Clara Schumanns im Jahre 1896 komponierte, wählte er einen Text aus dem Buche Kohelet in der Bibel, der sagt: Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben hatten. In den Texten zu seinen Chorwerken und religiösen Liedern geht es Brahms nahezu ausschließlich um die Grundfragen der menschlichen Existenz, um Tod, Schicksal und Leiden. Darum kreist auch seine Religiosität, die immer in Bezug zur Bibel blieb, sich aber nie im Sinne einer kirchlichen Rechtgläubigkeit daran band. Aufgewachsen in der Tradition des norddeutschen Protestantismus, war Brahms Zeit seines Lebens stolz darauf, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Aber der Inhalt der Bibel war für ihn nicht Offenbarung Gottes in dem Sinne, dass er nun zu ihrer Verbreitung und Verkündigung beitragen müsse. Darin unterscheidet sich Brahms grundlegend von Schütz und Bach, den beiden großen Vorgängern im Bereich evangelischer Kirchenmusik. In ihren geistlichen Werken dient die Musik dem Text der Bibel, seiner Auslegung, seiner Verkündigung. Bei Brahms dient der Text der Musik. Er liefert das Material oder den Anstoß für eine musikalische Idee. Und Brahms wählt seine Texte danach aus, ob sie seiner eigenen inneren Verfassung entsprechen, ob sie in ihm etwas ansprechen oder auslösen.
Bibeltexte werden bei ihm also primär funktional für seine musikalischen Absichten benutzt, nicht um ihrer eigenen Aussage willen. In diesem Sinne steht die Bibel gleichberechtigt neben den sich an der griechischen Antike orientierenden Texten der deutschen Klassiker Schiller, Goethe, Hölderlin. Darin zeigt sich das Moment der romantischen Subjektivität seiner Zeit, grundverschieden von der Orthodoxie eines Schütz und eines Bach. Den Text seines bedeutendsten Chorwerkes und eines der bedeutendsten Chorwerke des 19. Jahrhunderts überhaupt, seines deutschen Requiems, hat Brahms im Gegensatz zur Tradition nicht der kirchlichen Messeliturgie entnommen, sondern selbst aus verschiedenen Bibeltexten in der deutschen Übersetzung Martin Luthers zusammengestellt. Während das klassische Requiem die Verstorbenen im Blick hat, die Fürbitte für sie, ihr Ergehen im jüngsten Gericht und ihre Rettung vor dem ewigen Schrecken durch das Lamm Gottes, Christus, so hat Brahms eher die Leidtragenden, die trauernden Hinterbliebenen im Blick, die, die Trost nötig haben. Er schreibt sein Requiem als Trostwerk für die Trauernden, wie er es selbst einmal genannt hat. Und damit eigentlich für sich selbst. Im Requiem verarbeitet Brahms den Verlust seines Freundes Robert Schumann und seiner eigenen Mutter. Diese Akzentverschiebung gegenüber der Tradition sagt etwas Entscheidendes über Brahms Verhältnis zum Tod aus. Für ihn ist der Tod, den man fürchten muss, an dem man zu schaffen hat, nicht der eigene Tod, sondern der Tod derer, die man verliert. Der Tod, den man erlebt und überlebt, nachdem man also weiterleben muss. Und das ist auch der Hintergrund jenes merkwürdigen Wortes von Brahms: Das Leben raubt einem mehr als der Tod. Brahms Angst vor dem Tod ist die Angst vor dem Verlust dessen oder derer, die man liebt. Seine Motette »Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?« 10 Jahre nach dem deutschen Requiem entstanden, hat Brahms eine kleine Abhandlung über das große Warum genannt. Aber dieses Warum gilt nicht der klassischen Theodizee-Frage, der Frage nämlich, warum Gott Menschen leiden und sterben lässt. Brahms Frage mit dem Text dieser Motette, der dem Hiob-Buch entstammt, gilt nicht dem Leiden, nicht dem Tod, sondern dem Leben. Warum ist das Leben gegeben den betrübten Herzen? Wenn das, so übersetze ich, was wir erleben an Verletzungen,
Enttäuschungen, nicht gelingenden Beziehungen und Verlusten, wenn das das Leben ist, warum dann überhaupt leben? In einer Phase seines Lebens hat Brahms tatsächlich mit Selbstmordgedanken gespielt, hat sich mit Goethes Werther verglichen. Das war 1855-56, als die Beziehung zu Clara Schumann eine leidenschaftliche Zuspitzung erfuhr, er sich aber selbst nach dem Tode Robert Schumanns eine Verbindung mit Clara versagte. Brahms ist seitdem dem Leben gegenüber zutiefst skeptisch geblieben. An zur Ruhe kommen seiner Sehnsucht erwartete er erst nach dem Tode. Die Motette »Warum ist das Licht gegeben?« schließt mit einem Choral, in dem es heißt: »Mit Fried und Freud ich fahr dahin. Der Tod ist mir Schlaf worden.« Denselben Choralvers verwendet Johann Sebastian Bach am Ende seiner Kantate »Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit«. Aber das Bild, dass der Tod wie ein Schlaf ist, hat für beide eine grundverschiedene Bedeutung. Für Bach bedeutet es, ich werde aus dem Tod, dank Christus, wieder aufwachen. Deshalb brauche ich keine Angst mehr vor ihm zu haben. Für Brahms hingegen bedeutet das gleiche Bild, ich komme endlich zur Ruhe. Die quälende Warum-Frage kommt zur Ruhe. Die Verluste haben ein Ende. Darum brauche ich vor dem Tod keine Angst zu haben. An eine Auferstehung der Toten glaubte Brahms ebenso wenig wie an ein ewiges Leben. Die einzige Unsterblichkeit ist in den Kindern, sagt er einmal in einem Brief. Vom Tod erwartete er vor allem zur Ruhe kommen. Johannes Brahms mag nicht an eine leibliche Auferstehung geglaubt haben, aber seine Musik im deutschen Requiem bringt die Toten mit Gott in Verbindung. Die musikalische Gestaltung des Anfangs- und Schlusschores sagt, dass Gott bei den Trauernden ist. Darum sind sie selig. Und dass die Toten bei Gott sind. Darum sind auch sie selig. Eine der zentralen Stellen des Requiems sagt dieses auch in ihrem Text ausdrücklich. Es ist eine Passage im dritten Satz. Nach der Frage, nun Herr, wessen soll ich mich trösten? Die Brahms aus dem Psalm 39 übernimmt, lässt er als Antwort folgen, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an.
Das ist Brahms ganz persönliche eschatologische Hoffnung nach dem Tode. In Gottes Hand sein und nicht mehr leiden. Wie wichtig ihm diese Aussage ist, die aus einem Apokryphenbuch der Bibel stammt, der Weisheit Salomonis, und die eher hellenistisches als jüdisch-christliches Denken spiegelt, unterstreicht Brahms durch die musikalische Verarbeitung. Er lässt den Orchesterbass 35 Takte lang den Grundton aushalten. Darüber singt der Chor eine Fuge. Man nennt diese musikalische Figur eines lang ausgehaltenen Basstones einen Orgelpunkt. Dieser Orgelpunkt im deutschen Requiem ist wohl der längste der klassischen Musikgeschichte und fällt darum besonders auf. In dieser ganzen Passage ändert sich also der Grundton nicht mehr. Die Musik ist zu ihrem Ursprung, der zugleich ihr Ziel ist, zurückgekehrt. Das Leben hat seinen unveränderlichen Grund gefunden, kommt zur Ruhe. Hier stoßen wir auf einen Kern des Brahmschen Glaubensbekenntnisses. Kirchliche Kritiker haben Brahms vorgehalten, dass er in seinem Requiem jeden Bezug zu Christus und seinem Erlösungstod
der in der klassischen Totenmesse im Agnus Dei eine zentrale Rolle spielt, vermissen lasse. Brahms hat darauf bewusst verzichtet und er hat sich auch nicht überreden lassen, nach den ersten Aufführungen entsprechende Passagen einzufügen. Stattdessen war er einverstanden, dass bei Aufführungen des Requiems die Arie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« aus Händels Messias in der Mitte eingeschoben wurde. Der Grund dafür ist, dass Brahms den Tod, seinen Tod, ohne Christus bewältigen kann. War für Bach und Mozart etwa noch der Tod die Folge der Sünde des Menschen und war daher das stellvertretende Sühnopfer Christi unerlässlich, um Gott gnädig zu stimmen, so ist im 19. Jahrhundert, seit dem großen Theologen Schleiermacher, die Verbindung Sünde-Tod aufgelöst. Der Mensch ist nicht erst durch seinen Sündenfall sterblich geworden, sondern seine Sterblichkeit gehörte immer schon zur Schöpfung. Ist aber der Tod keine Folge der Sünde mehr, dann spielt der stellvertretende Tod Christi für die Bewältigung des Todes keine Rolle mehr. Dem Leiden Christi kommt keine spezielle erlösende Wirkung mehr zu. Brahms steht mit dieser Sichtweise in der Tradition des liberalen Protestantismus. Für ihn ist der Tod kein religiöses, sondern ein existenzielles Dilemma. Der Mensch muss mit seiner Endlichkeit fertig werden, nicht mit seinem der Sünde verfallen sein. Statt dem Agnus Dei erscheint daher in Brahms Requiem der Psalm 39. Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir habe und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Gegen Ende seines Lebens setzt sich Brahms noch einmal ausführlich mit dem Tod auseinander, in seinen vier ernsten Gesängen. Auch hier überwiegt die skeptische Grundhaltung. Der Tod ist nicht nur bitter, sondern er tut auch wohl. Und angesichts der Brahmschen Überzeugung, dass einem das Leben mehr raube als der Tod, ist der Tod letztlich das geringere Übel. Aber Brahms lässt ihm auch hier nicht das letzte Wort. Den Zyklus der vier Lieder schließt er, überraschend, mit einer Vertonung des hohen Liedes der Liebe aus dem ersten Korintherbrief. Diese Worte sind der letzte Text, den er in seinem Leben vertont hat.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größeste unter ihnen. Und das ist ein weiteres zentrales Stück seines Glaubensbekenntnisses. Brahms hat bei allen bitteren Verlusten zugleich auch die Erfahrung gemacht und ist davon überzeugt, dass die Liebe den Tod überlebt, dass sie stärker ist als der Tod. Dass Brahms sich seine vier ernsten Gesänge nie angehört hat und sich von ihnen ironisch als gottlosen Schnaderhüpfern distanziert hat, zeigt, wie nahe sie ihm gingen, wie sehr sie Innerstes preisgaben. Denn da er außerordentlich verletzlich war, hat er das Verletzliche in sich stets durch die ironische Distanz geschützt.